Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Faktenvideo auf meinem Kanal. Falls ihr gerade im Hintergrund Regengeprassel hört, es ist mal wieder am Schütten ohne Ende und da ich in einem Dachgeschoss wohne, ist es natürlich immer doppelt so laut, aber ich hoffe mal, es fällt nicht negativ auf. Als kleine Entschädigung habe ich aber heute 10 Fakten über den Klatscher für euch und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Los geht's! Fakt Nummer 1. Bei dem sogenannten Klatscher, auf Englisch Bludger genannt, handelt es sich um einen der insgesamt 3 verschiedenen Bälle, die für Quidditch benötigt werden. Im Gegensatz zum Quaffle und dem goldenen Schnatz gibt es jedoch immer 2 Klatscher pro Spiel, während die anderen Bälle nur einmal vertreten sind. Fakt Nummer 2. Im Genauen ist der Klatscher eine schwarze Eisenkugel mit einem Durchmesser von 10 cm, die so verzaubert wurde, dass sie Spieler von ihrem Besen kickt. Fakt Nummer 3. Wie gerade erwähnt, ist der Klatscher eigentlich schwarz. Zumindest in den kanonischen Harry Potter Büchern. Im Film wiederum ist er dunkelbraun. Oder ich farbenblind. Fakt Nummer 4. Und wie ebenfalls vorhin erwähnt, handelt es sich beim Klatscher um eine Eisenkugel. Gehen wir jedoch davon aus, dass es sich um eine massive Eisenkugel dieser Größe handelt, müsste sie 149 Pfund, also ca. 67,5 Kilo wiegen. Was schon dezent lebensgefährlich für die Spieler auf ihren Besen wäre. Ich meine ja nur. Weiter geht es mit Fakt Nummer 5. Der Klatscher war ursprünglich, also zu den Anfangszeiten des Quidditch-Sports, gar kein Ball, sondern nur ein verzauberter Felsen, der die verschiedenen Spieler übers Feld jagte. Fakt Nummer 6. Nach der altertümlichen Felsenversion des heutigen Klatschers wurde dieser danach zunächst aus Blei hergestellt. Jedoch fiel schnell auf, dass Blei einfach zu weich ist und der Klatscher so starke Blessuren erlitt, dass es seine Flugbahn beeinträchtigte. Erst danach ging man dazu über, den Klatscher aus Eisen herzustellen. Fakt Nummer 7. Der ursprüngliche Name des Klatschers bzw. des Bludgers war Bludder, was vermutlich eine Anspielung auf die Gefährlichkeit des Klatschers war. Fakt Nummer 8. Das Quidditch-Team der Benchery Bengers wurde einst aufgelöst, weil sie ihren Klatschern nach einer besonders aufbrausenden Party erlaubten, zu entkommen. Fakt Nummer 9. Eine berühmte Quidditch-Flugtaktik namens Love Grip Roll wurde extra für den Zweck entwickelt, das Treffen eines Klatschers zu vermeiden. Und zu guter Letzt Fakt Nummer 10. Maßgeblich verantwortlich für unser heutiges Wissen zum Klatscher ist die Hexe namens Agatha Chubb. Sie befasste sich mit den Quidditch-Praktiken des 16. Jahrhunderts und fand während ihrer Recherchen nicht weniger als 12 Bleiklatscher in Sümpfen und Torfmooren, wodurch sie der Entwicklung dieses Balls auf die Spur kam. Ja, das waren meine 10 Fakten über den Klatscher. In der Hoffnung, dass ihr vielleicht den ein oder anderen Fakt davon noch nicht kanntet, würde ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben oder ein Abo auf meinem Logo freuen. Weitere Harry Potter Faktenvideos findet ihr unten auf der Playlist und in diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen wundervollen Tag, macht was draus und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao Leute!